Hallo, liebe Spur Null Freunde, ich bin oft schon gefragt worden, wieso ich die Spur gewechselt habe. In früheren Jahren hatte ich schon mal Spur Null. Hier seht ihr mal den Unterschied zwischen einer Baureihe 64 und einer Baureihe 86. In Dortmund auf einer Ausstellung habe ich eine Kö von der Firma Lenz gesehen. Ich war hell begeistert, auch von den Fahreigenschaften. Dass ich also irgendwann sagte, ich möchte doch mal diese Spur wieder bauen. Seinerzeit hatte ich schon mal Spur 0. Das kann ich euch jetzt mal zeigen, in Selbstbau. Und zwar diese E94. So. Mal das Licht ein bisschen runterdimmen. Diese habe ich also selber damals gebaut. Die Lok besteht aus einem Kunststoff-Metall-Gemisch. Jedes Teil ist einzeln hergestellt und dann in einer Form abgegossen. Die Lok selber kann ich euch mal zeigen. Hat 6 Fahrmotoren von der Firma Faulhaber, die heute nach 30 Jahren noch immer laufen. Tadellos. Die Lok läuft deswegen nicht bei mir auf der Anlage, weil die diese engen Radien nicht fahren kann. Ich war damals in einem Eisenbahnclub in Mörskapellen und da hatten wir ganz andere Radien. Die zweite Lok, die ich dann gebaut hatte, die war schon ganz aus Metall gegossen, eine KÖV 2. Auch ein Faulhabermotor drin. Ich rüste diese beiden Modelle nicht um auf die digital, die stehen bei mir in der Vitrine und dürfen die Rente genießen. Ich werde euch jetzt nach und nach meinen Fuhrpark mal vorstellen. Die erste Lok, die ich mir gekauft hatte, war die KÖV der Firma Lenz. Ein paar Schienen dabei, ein Fahrgerät war dabei. Ich war begeistert. Dann kam irgendwann mal die Drehscheibe, die ihr hier seht, die super funktioniert, und dann hat der Virus mich wieder gepackt, da ich gesagt habe, meine H0-Anlage ist so gut wie fertig und ich jetzt auch viel Zeit habe, weil ich Rentner bin, kann ich dann damit anfangen. Habe die H0-Anlage abgebaut, verkauft und bin jetzt dran, mir nach und nach hier eine Anlage aufzubauen. Ich hätte mir gerne ein anderes Schienensystem gegönnt, aber leider gibt es also nur dieses hier von Peko. Ich hätte lieber so ein Schienensystem gehabt, wie zum Beispiel das Gleis, was hier unter der Baureihe 86 ist, für die Tischbahner bzw. für die Teppichbahner. Denn ich werde auf jeden Fall nicht meine Schienen einschottern. Denn wenn ich da mal was umbauen will und eine Weiche kostet bis zu 200 Euro, da bleibt nicht viel über. Die Baureihe 64 war meine zweite Lok, die ich einen Tierverein gekauft habe. Die wurde da gespendet. War nicht ganz in Ordnung, musste also sehr gereinigt werden.
Aber die Leute waren also froh, dass sie sowas als Spende bekommen haben. Dann habe ich mir eine Baureihe 94 gekauft, die ihr hier seht. Einer meiner Lieblingslokomotiven, also auch in H0. Läuft hervorragend. Ich hatte also sehr, sehr viel Spaß oder habe sehr viel Spaß mit der Lok beim Rangieren. Die Baureihe 50 mit Kabinentinder, die ihr hier seht, ich ziehe sie mal ein bisschen vor, was man nicht machen sollte, gehört an und für sich gar nicht auf der Anlage, weil die Lok zu groß ist. Aber sie war auch einer meiner Lieblingslokomotiven in H0 und ich konnte sie also ganz günstig erstehen. Daneben sieht ihr einen VT, Schienenbus. Ihr seht, dass das also an für sich normalerweise Nebenbahncharakter hat. Auf der anderen Seite habe ich eine V60. Ein wunderschönes Modell, was sehr gelungen war. Dann hier oben eine 216, die normalerweise hier auch nicht auf der Anlage gehört, weil das Ding zu groß ist, aber auch sehr gute Laufeigenschaften hat. Des Weiteren habe ich hier eine Reverossi Baureihe 80, weil die Lok mir so unwahrscheinlich gefiel und ich nicht bereit war, weit über 1500 Euro auszugeben für ein Messingmodell. Ich habe dieses Modell dann umgebaut mit einem V-Labemotor, ein ESO-Decoder. Sie läuft ganz toll. Ja, der eigentliche Fuhrpark besteht also aus Wagen, wie ihr hier seht, zum Beispiel von der Firma Brava. Und von der Firma Lenz. Wobei ich die Firma Lenz bevorzuge. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Wagen robuster sind. Die von der Firma Brava sind natürlich sehr fein detailliert, aber man muss also einfach aufpassen, ob man da nicht plötzlich irgendwelche Teile in der Hand hat und da weiß man nicht, wohin damit. So, das war also jetzt erstmal die Vorstellung meines Fuhrparks. Demnächst werde ich mal ein Video reinstellen, wie ich die Häuser selber gebaut habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.